So, liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ich bin jetzt hier mal nicht im Auto, sondern sitze hier vor meinem Rechner. Genau genommen rede ich auch wieder ins Handy, weil einfach das die bessere Kamera ist. Ja, über nicht wundern hier, das ist meine Lampe, da hängt ein selbstgebauter Baum drin. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal irgendwann in die Kamera gehalten habe. Und das ist so ganz Jahres Ostern und Weihnachten, weil ich immer aufgefordert werde zu schmücken und eigentlich. Naja, da ein bisschen zu faul bin, was ich das Ganze hier hängt. So viel dazu erstmal. Wir wollen uns heute einem Thema widmen, was so ein bisschen mit Gleisplanung und Grundgedanken zur Gleisplanung, was auch immer, gehört. Ich habe ja schon ewig mal mein Betriebsvideo geplant, wo ich also noch nicht so genau weiß, wo es hingeht, aber was auf jeden Fall mal kommen wird. Dazu gibt es da ein paar Grundlagen und da möchte ich heute beginnen mit einem sogenannten Reaction-Video. Ich habe das ja schon mal gemacht, da bin ich also, noch knapp einem größeren Streit entkommen. Ich muss es leider heute wieder machen, also, obwohl es haben sich manche meiner Zuhörer auch gewünscht, dass ich das mal wieder mache. Ich finde es an sich auch nicht schlecht, weil es ist ja immer, ich meine, es geht mir selber so, man macht Videos und das ist ja auch nicht immer alles richtig, was man so macht. Ne? Manchmal fällt es erst im Nachhinein auf, manchmal ist es irgendein Kommentar, der mich dann darauf hinweist, dass das, was ich da erzählt habe, eigentlich Quatsch ist. Reaction-Videos auf meine Videos hat es meines Wissens noch nicht gegeben, ich habe zumindest noch nichts gesehen. Ich müsste mal auf Gleisplanungsvideo von mir mal selber ein Reaction-Video machen, weil ich da einfach ziemlich einen Blödsinn erzählt habe. Da hat mich ein Kommentator darauf aufmerksam gemacht. Und und dann gibt es natürlich auch andere Leute, die dann auch mal was erzählen, was ich jetzt selber nicht so teile. Und da denke ich mir, sollte man durchaus mal in Dialog gehen. Das ist hier quasi so ein Angebot eines Dialogs. Stürzen wir uns mal rein. Und zwar geht es hier um einen Kanal, der heißt Thorstens Mobile Welt. Ich kenne das Video schon eine ganze Weile, ich weiß es gar nicht. Das ist also vom 18.12.21, ist also ein gutes halbes Jahr alt. Ich weiß nicht, ob ich es damals gesehen habe, als es rausgekommen ist, oder ob ich da das später reingeguckt habe. Also können wir mal gucken. Also ich habe hier auch ein bisschen kommentiert. Mein Kommentar ist auch der letzte. Der müsste jetzt hier vor 6 Monaten. Also es ist schon. Also ich habe relativ zeitnah darauf reagiert. Und da kam dann als Antwort, kam dann jedem Narren seinen Luftballon. Die Welt ist groß genug für die friedliche Koexistenz mehrerer Meinungen. Den hinteren Bereich, den teile ich sofort, aber wenn man als Kommentator natürlich klar als Narr bezeichnet wird, ist jetzt nicht so mein Stil. Sehr kurz Stimme ölen. Es hat so ein bisschen, was ich hier mache, hat so ein bisschen, könnte auch ein Livestream sein, aber ich möchte mir das Recht dann vorbehalten, wenn ich jetzt Unsinn erzähle und es selber merke, dass ich es dann noch rausschneide. Ne? Also ich habe jetzt hier mich selber eingeblendet, damit man auch mal so meine Reaktion im Gesicht sieht, wenn ich jetzt irgendwas kommentiere. Aber wir stürzen uns mal rein. Also, der gute Thorsten hat jetzt hier in seinem Modellbahnplanung Teil 77 Gedanken zu Gleisplankonzepten geäußert, hat dazu einen aus meiner Sicht sehr schönen Gleisplan gemacht, wer also ein freies Zimmer hat hier. Ne? Also das ist mir sehr angenehm, vor allem diese Industrieanlage hier, die sieht sehr, sehr interessant aus. Und ja, ich weiß es nicht, wir haben jetzt hier eine relativ lange Strecke, ich weiß nicht, wo das jetzt hier lang geht, ob das hier endet oder hier irgendwo noch
Ja, weiß ich nicht. Also ist ja hier bloß eine Illustration bei ihm gewesen. Ich habe jetzt auch nicht alle Videos gesehen. Das kann sein, dass er es irgendwo mal erklärt. Aber das, also wenn man ein freies Zimmer hat, das hier als Anlage, das macht einen sehr guten Eindruck. Gut, aber schauen wir mal rein. Wer sich entschlossen hat, eine Modellbahn zu bauen, steht vor einigen grundlegenden Entscheidungen. Möchte ich eine Anlage, die meinen Spieltrieb befriedigt, oder möchte ich eine Anlage, die mein historisches Interesse an einem bestimmten Punkt belegt? Oder möchte ich eine Anlage, anhand der verschiedene Leute einen oder mehrere Betriebsabläufe simulieren, die Anlage also im Prinzip nur Mittel zum Zweck ist? Egal, wo man sich im Spannungsfeld der eben dargestellten Position befindet, die persönliche Einstellung hat jedenfalls entscheidende Auswirkungen auf das Aussehen des Gleisplans. Zumindest dann, wenn der Gleisplan die persönlichen Vorlieben abbilden soll. In diesem Film sollen ein paar Gedanken und ein paar Denkanstöße zu dem eben erwähnten Themenfeld ausgerollt werden. Also fangen wir gleich mal an und stellen wir uns die Frage, welche Idealtypen von Modellbahnen gibt es eigentlich und wo sind sie zu verorten? Ja, Idealtypen der Modellbahn. Also das, er hat also hier ein Diagramm gemacht. Jetzt muss ich mich mal hier irgendwie mal kurz verschieben, damit man das hier auch sieht. Hier hinten ist also, ich bin mal kurz hier aus dem Bild. So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen nachvertonen, weil ich hier leider bei der Aufnahme einen Fehler gemacht habe. Man sieht die Maus nicht. Und ich erkläre praktisch was, was man nicht sieht. Ne? Also wir haben unten die Achse, das ist sozusagen der Spielspaß, ne, beim Spielspanner. Und dann haben wir nach oben die Achse, wo quasi, was weiß ich, die Vorbildtreue oder was auch immer, das Betriebsbahnertum oder wie auch immer er das ausdrückt, also da ist. Ich finde es jetzt nicht so ideal, das so oft zu teilen, weil ich mir denke, dass also dass es viel mehr Typen gibt. Ne? Zumal ich, das werden wir dann noch diskutieren mit seinem Betriebspartner, bin ich jetzt nicht so. Ich habe mit allen Begriffen meine Probleme. Mit dem Begriff Spielbahner, das habe ich also schon öfters mal diskutiert. Da hatte ich auch mal so ein Mittwochsvideo, hatte ich das mal zur Debatte gestellt. Ich habe mit dem Begriff ein grundsätzliches Problem, weil, und das sehe ich auch hier an dem Diagramm, ne? Also Spielbahner hat den größten Spielspaß. Das halte ich für ziemlichen Unsinn, weil sich ja jeder seinen eigenen Spaß sucht. Ne? Also das. Für manche, es gibt auch Leute, die bauen nur. Ne? Also die bauen eine Anlage, bauen die total toll, dann ist die Anlage fertig, dann fahren sie zweimal mit dem Zug hin und her. Und wenn es ein YouTuber ist, macht er eine Aufnahme, ne? Dann fährt er ein bisschen länger. Und irgendwann ist das alles ausgereizt und er hat neue Ideen und dann wird das ganze Ding abgerissen oder verkauft. Und ja, dann war er neu. Also für ihn ist das eigentlich das Bauen, aber das ist jetzt auch nicht so der Inhalt von so einem Video, weil wenn ich nur bauen will, ist der Gleisplan eigentlich egal. Ne? Also da kann ich bauen, was ich will, was mein Kopf kommt. Na, deshalb, das nächste ist quasi, na, es gibt ja auch Schachtelbahner. Ne? Also das ist ein bisschen, naja, Schachtelbahner klingt ein bisschen geringschätzig, aber es gibt wirklich viele, die sammeln Fahrzeuge, sammeln, 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 haben da vielleicht eine Teststrecke oder haben, was weiß ich, so ein paar Bettungsgleise, die dann auf dem Fußboden oder auf dem Tisch legen oder was auch immer. Und manche haben nicht mal das. Also die haben dann wirklich nur die Vitrinen oder die Schränke mit den Schachteln. Und also auch das ist ja ein Modellbahn-Hobby. Und die Leute haben dann offensichtlich Spaß dabei, sich da irgendein Modell zu kaufen und das sich in die Vitrine zu stellen. Na, das ist ja auch wieder nicht Gegenstand des Films, weil es ist ja kein Glasband dahinter, die brauchen ja auch keinen. Na, und denn das Oval dann auf dem Teppich, da war ich auch kein Gleisplan, da muss ich nichts planen. Na, wenn ich immer so ein bisschen hin und her gucke, also sein Video, das läuft da oben auf dem Monitor, ne? Also wenn ich hier so hoch gucke, dann ist das mein Monitor da oben. Die Monitore passen ja nicht nebeneinander, deshalb ist er da oben. Und ich habe dann hier sozusagen meinen Spickzettel, ne, auf der anderen Seite. Hier gucke ich jetzt mich selber an, also weil da läuft, das könnte ich einfach ein bisschen runtersetzen, das sieht nicht ganz so schlimm aus. So. Gut, aber ich gucke immer noch weg. Ne? Also das ist schon ein bisschen komisch. Ja, also für mich ergibt das jetzt nicht so wirklich einen Sinn. Auch der Historiker ergibt für mich keinen Sinn, weil
Ja, mein Gott, jeder, der jetzt was anderes fährt als Epoche 6, ist eigentlich ein Historiker, ne? Die Leute, die sagen, Epoche ist mir egal, die sind es vielleicht nicht, aber das betrifft ja meistens nur das fahrende Material, ne? Also die Anlage, wenn ich mir eine Anlage baue und wenn da irgendwas drauf ist, hat das ja wird das ja in irgendeinem Stil gestaltet, ne? Also da laufen entweder Leute rum, die hier, was weiß ich, die Frauen weite Röcke anhaben und hier so Hüte mit Federn, was dann eher Epoche 1 ist. Oder die sind alle gut modern und fahren die Skateboardfahrer durch die Stadt oder was weiß ich hier, diese irgendwas Neumodisches, ne? Also das ist ja die Epoche ist ja eher die Gestaltung der Anlage als die Fahrzeuge. Bei den Fahrzeugen, da haben wir alle mehr oder weniger größere Kompromisse. Also bei mir sind die Kompromisse relativ klein, weil ich fahre Epoche 2, was auch den Grund hat, ja, es interessiert mich am meisten und ich habe einfach nicht das Geld mehr für alle Epochen jetzt irgendwie die Fahrzeuge. Es gibt auch in anderen Epochen schöne Fahrzeuge, ne? Ja, aber die kosten alle Geld, ne? Und die werden immer teurer. Und deshalb muss man sich halt ein bisschen beschränken und dann, also für meine Epoche 2 lebe ich immer relativ sparsam, weil da gibt es nicht so viel. Ja, also das sind auch Sachen, die man da auch ein bisschen berücksichtigen muss, ne, bei solchen Vor- und Grundgedanken. So, aber weiter geht's im Text. Altyp, du redst doch von mir, oder? Nein, nein, da geht's eher um eine wissenschaftliche Arbeitsweise. Der Soziologe Max Weber hatte im frühen 20. Jahrhundert die Idealtypenbildung entwickelt, um bestimmte Charakteristika einer bestimmten Personengruppe hervorzuheben, beziehungsweise Also im Thema wissenschaftliche Arbeitsweise. Also wissenschaftliche Arbeitsweise, das weiß ich nun beruflich. Das ist nicht da irgendein Diagramm zu malen, sondern wissenschaftliche Arbeitsweise ist sich über ein Thema Gedanken zu machen und dann irgend, was weiß ich, anhand der Sachen, die wir jetzt recherchiert oder selber durch was auch immer Gedankenarbeit oder Versuche herausgefunden hat, in eine Theorie zu packen. Und dann kommt das Wichtigste, diese Theorie kritisch zu hinterfragen. Und das ist bei vielen, das ist jetzt nicht nur hier der Fall, sondern das ist wirklich bei sehr vielen Sachen, die man so liest und hört, was natürlich daran liegt, dass man es immer durch einen Filter hört. Also liest ja kaum einer von uns eine wissenschaftliche Arbeit, sondern erfahren da von irgendwelchen Zeitungen, Videobeiträgen, was auch immer, wo also der Journalist die Chance hat, dass die Fragestellung eben nur teilweise wiederzugeben und vor allem diese Diskussion wegzulassen. Deshalb haben meiner Meinung nach viele kein richtiges Bild, wie Wissenschaft funktioniert. Ja, also eigentlich sollte man jeder, der eine, was weiß ich, eine Diplom- oder Bachelorarbeit oder was auch immer oder gar eine Doktorarbeit geschrieben hat, sollte es eigentlich wissen. Ja, aber ist halt nicht immer der Fall. Ne? Ich weiß ja nicht, was jetzt hier er für eine Ausbildung hat. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist, Wissenschaft ist ein bisschen mehr. herauszuarbeiten. Es ist also eine bewusst überzeichnete Darstellung von vielen verschiedenen durchschnittlichen Realtypen. Drei dieser Typen habe ich mal in Ja, bewusst überzeichnet. Ja, das ist immer so eine Geschichte. Das ist in dem Video drin, dieser Satz, der ist auch ganz wichtig für das Video, weil, naja, er sich da auch immer weiter aus dem Fenster lehnt und dann auch die einzelnen Leute, vor allem die, die er nicht mag, dann doch, sagen wir mal, sehr intensiv beschießt. Weiß ich nicht. Also, ja, naja, gut, gucken wir erstmal weiter. in einem Koordinatensystem aus Abbildung der Realität und persönlichen Freiräumen eingetragen. Am oberen Ende der Achse Abbildung der Realität sind die Betriebsbahner zu finden. Sie bilden die Realität allumfassend ab, das heißt also in diesem Fall, die optisch wahrnehmbare Realität wird ebenso abgebildet wie die Betriebsabläufe, und zwar sowohl auf der Schiene als auch auf dem Kommunikationsweg. Hier muss ich schon mal Einspruch. Also, erstens, ich fange mal mit dem Ende an, auf dem Kommunikationsweg. Ja, zu dem Kommunikationsweg
wie hat er gesagt, Kommunikationsweg. Schauen wir hier einfach mal uns ein paar Bilder an. Das ist ein bisschen klein. Ich hoffe, das ist ein bisschen größer. Na, kriegt man das jetzt hier in neuen Tab öffnen? So, gut. Man stelle sich mal vor, also das ist ein Framework-Arrangement, ne? Man stelle sich mal vor, jede Betriebsstelle, jeder Lokführer, die irgendeine Information austauschen wollen, also Lokführer ja eigentlich nicht, der hat ja Signale, ne? Aber jede Betriebsstelle hätte nicht ein Telefon, sondern würde hier durch die Halle brüllen. Na, das ist eh schon laut in so einer Halle. Also die Züge hört man so gut wie nicht, aber man hört ganz viele Menschen, die sich da irgendwas zu erzählen haben. Manchmal ruft doch einer durch die Halle. Aber wenn du das wirklich ständig machen würdest, du musst ja irgendwie mit der Nachbarbetriebsstelle kommunizieren. Na, also du kannst ja nicht einfach die Züge losschicken, wie du willst. Vor allem auf eingleisigen Strecken ist das eher ungesund. Na, also im Vorbild des ungesunden Modells merken das die Lokführer und haben dann den entsprechenden Bremsweg. Der natürlich bei weitem nicht so groß ist wie im Vorbild, ne? Was auch wieder daran liegt, wie die Lokomotiven eingestellt sind. Aber es ist, dass die Kommunikation zwischen den Betriebsstellen, die hier natürlich per Telefon abläuft, das ist ein notwendiges Übel. Ne? Also ich gehe nicht auf so ein Treffen, um zu telefonieren. Ich gehe dahin, um Züge auf langen Strecken zu fahren. Na, um jetzt nicht, was weiß ich, auf der kleinen Heimanlage, wo ich hier bloß 2 Meter Platz habe, innerhalb von 5 Sekunden den Zug im Kreis schicke. Na, also das will ich jetzt nicht abwerten, wenn das gefällt, ja, das ist ja in Ordnung. Aber ich empfinde es eben sehr angenehm, wenn ich hier eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Echtzeit unterwegs bin, um vom einen Ende des Arrangements zum anderen Ende zu kommen. Das ist übrigens nicht, dass sich dann noch jemand beschwert. Dieses Treffen in Riesa, das ist also ein Jubiläumstreffen gewesen. Das hier, was wir hier sehen, ist nicht ein Arrangement, sondern viele. Also diese Module sind nicht alle miteinander verbunden. Na, aber es gibt hier in dem Bereich, ich war da leider nicht, in dem Bereich gibt es also relativ große Arrangements, wenn man also wirklich mal, was weiß ich, eine halbe Stunde Echtzeit oder eine Stunde unterwegs ist, immer mit dem Zug am Ziel ankommt. Und das ist ja schon ein himmelweiter Unterschied, wie das, was wir in der Heimanlage haben. Ne? Wer sich da jetzt zurücklehnt und seine Automatiksteuerung dann die Züge fahren lässt, was ja hier quasi das Gegenteil ist, das sind wir ja wieder bei dem sogenannten Spielbahner, der sich dann zurücklehnt und wie an einer echten Bahnstrecke, ne? Also ich bin irgendwo auf dem Berg oder was und gucke rund auf die Bahnstrecke und genieße es einfach, wie Züge vorbeifahren. Ne? Wer das, für wen das Modellbahn ist, dann sei das ja, das ist ja unbenommen. Na, das soll das ja gerne machen. Gut, ich mache es auf Ausstellung auch immer mal gerne. Gut, schauen wir mal wieder zurück. Und weiter im Video. Bezogen auf die persönlichen Freiräume bei dem Hobby, bedeutet das letztendlich die totale Auslöschung der persönlichen Freiräume. Der Modellbahner wird also letztendlich zum Rädchen im System. Dazu muss man halt eben eine gewisse, ich sag mal, Vorliebe für autoritäre Strukturen haben und eine gewisse Persönlichkeitsstruktur. Ich sag Schwachsinn. Ist einfach Schwachsinn. Also das ist wieder. Das hat mit Betriebsbauen überhaupt nichts zu tun. Sondern das ist immer dann, wenn ich das Hobby nicht alleine ausübe, sondern wenn ich mir Mitstreiter suche oder einen Verein gründe oder in einen bereits bestehenden Verein eintrete, na, dann bin ich habe Vorteile. Na, also die größere Anlage haben wir gerade gesehen. Aber ich habe auch Nachteile, dass ich natürlich meine Ideen und meinen Willen nicht zu 100% durchsetzen kann. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit 4 Gleichberechtigten, also nicht ich mit 4, sondern insgesamt 4, ne, gleichberechtigte Leute dann das Hobby gemeinsam ausüben, vielleicht eine Anlage bauen. Jeder die gleichen Anteile hat, habe ich also quasi rein rechnerisch ein Viertel von meinem Willen. Ne? Die anderen 3 Viertel bestimmen quasi die anderen. Ne? Also ist das einfach. Und das ist natürlich, wenn ich im Verein Betrieb mache, ist das immer so. Also da muss ich nicht irgendwie eine komische Persönlichkeit haben
und was weiß ich hier, obrigkeitshörig sein oder was auch immer er da durch die Blume zu sagen versucht. Also das ist, ja, das ist ein bisschen daneben, ne? Aus meiner Sicht. Wer natürlich jetzt für zu Hause da sein eigenes macht, der kann so hundertprozentig machen, was er will. Der kann auch nach Fahrplan fahren und nach Vorbild und was weiß ich, wenn ihm das Spaß macht. Also warum denn nicht? Ne? Genauso wie der jetzt seinen Stadtpackungskreis da auf der Teppichbahn aufbaut, kann auch seinen Spaß haben. Also da gibt es überhaupt keinen Grund, da irgendwie zu werden. Aber guck mal weiter. Sag mal, für einen dauerbekifften Hippie ist das nix. Für einen Ich weiß nicht, warum der dauerbekiffte Hippie immer irgendein Maßstab ist. Ja, also irgendwie, wenn ich mich da mit Drogen zutröne, egal ob das jetzt, was weiß ich, ob ich da kiffe oder saufe oder mir anderes Zeug da, das ist für mich kein Maßstab. Der nüchterne Mensch ist für mich ein Maßstab, der sich nicht da mit irgendwelchen Drogen das Gehirn wegbläst. Und das ist egal was. Ja, also, ich habe jetzt auch nicht gegen die Legalisierung von Cannabis, um da mal jetzt ein bisschen Politik reinzubringen, weil das einfach eine Geschichte der persönlichen Freiheit ist. Ne? Also solange ich jetzt nicht irgendwas nehme, was mich mit dem ersten, was auch immer einnehmen, so verzüchtig macht und was ja wirklich gefährlich ist, ne, das ist. Also das sollte der persönlichen Freiheit überlassen sein. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Irgendwelche bekifften Hippies. Ne? Bis wenn sie natürlich dann sich nach, was weiß ich, jahrelang Drogenmissbrauch, also wer sich jetzt jahrelang die Hucke vollsäuft, mit dem kann man auch nichts mehr anfangen. Und genau das Gleiche ist mit dem bekifften Hippie. Mit dem kann ich dann nichts mehr anfangen. Aber pff, darum geht es ja nicht. Also wir sind ja alles individuelle Modellbahner. Und wenn einer ein bekiffter Hippie sein will, und gleichzeitig Modellbahner, dann soll er das machen. Also, das ist mir egal. Freies Land. Ein Betriebsplaner trifft im Wesentlichen die Einstellung zu, Vorschrift ist Vorschrift. Auf einem ähnlich geringen Level. Nee, nicht. Es gibt da auch eine Spannbreite. Na, also Vorschrift, also ich lehne es zum Beispiel ab, vorschriftsmäßige Zugmeldungen zu machen. Weil ich, wie gesagt, nicht zum Telefonieren aufs Treffen gehe. Also es gibt da den einen oder anderen, der das ein bisschen anders sieht, der mich dann auch deswegen kritisiert. Aber das kann er gerne machen. Das ist, wie gesagt, ein freies Land. Er macht seins, ich mach meins. Ne? Und wenn ihm nicht gefällt, dass ich keine vorschriftsmäßigen Zugmeldungen mache, es gibt ja jetzt, also es ist ja nicht so, dass der mich dann beim Vorstand meldet oder so. Ne? Der erzählt mir, dass ihm das nicht gefällt. Ich erzähle ihm, dass mir das aber trotzdem gefällt und ja, dann gehen wir wieder auseinander. Das ist so einfach ist das. Also hier mit Vorschriften, ich meine, dass man vor dem roten Signal stehen bleibt, das ist natürlich auch eine Vorschrift und das sollte man natürlich auch beherzigen. Und was heißt Vorschrift? Es gibt natürlich, wenn mehrere Menschen aufeinander treffen, gibt es natürlich gewisse Dinge, die man da beachten muss im Umgang miteinander. Na, ja, das sind jetzt auch Vorschriften genau genommen. Also das muss ich nicht, wenn ich zu Hause in meinem Keller an der Modellbahn sitze. Da kann ich mich höchstens mit meiner Frau noch und meinen Kindern auseinandersetzen. So, wenn ich Single bin, fällt das auch weg. Ne? Also das, ja. Gut, schauen wir mal rein. Persönlicher Freiräume bewegt sich der Historiker. Ihm geht es primär um die detailgetreue Abbildung eines Areals in einer bestimmten Zeit. Die bahntechnischen internen Betriebsabläufe sind ihm eher egal. Ach ja? Nee, das ist ein Historiker. Na, da kann das so und auch so sein. Also, dass dem Historiker, also dem, der jetzt, wie ich, eine Woche zufährt, na, dass dem das egal ist, wäre mir neu. Also es gibt Leute, dann ist das so. Aber das ist jetzt wieder so eine Geschichte, die dieses Diagramm hier ad absurdum führt. Na, weil ja einfach Punkte gesetzt werden, die irgendwie, ja. Wir machen das mal so, dass der Betriebspartner da oben außen vor bleibt. Und ja, ich weiß es nicht. Also es gibt immer solche und solche. Ich kann Historiker und Spielbahner sein, das kommt nachher noch als Punkt hier ins Diagramm. Aber ich kann auch Historiker und Betriebspartner sein.
Na, also es geht ja auch. Also der Punkt würde jetzt hier nicht reinpassen, weil das Diagramm nicht hergibt. Ne? Und das liegt einfach daran, dass dass diese Problematik in diesem Diagramm nicht darstellbar ist. Und das ist nicht wissenschaftlich. Nee, nee. Na, ist einfach so. Auf der Skala der persönlichen Freiräume ist der Spielbahner die exakte Gegenposition zu den eben charakterisierten Modellbahnertypen. Ich hatte es bereits gesagt, dass der Begriff Spielbahner, ich sage es jetzt nochmal, ne, der Begriff Spielbahner ist für mich, sagen wir mal, eher so ein bisschen suboptimal, weil der jeden anderen, der Modellbahn betreibt, das Spielen abspricht. Und das, also selbst beim Fremer wird gespielt, was denn sonst? Ne? Nach Fahrplan. Also wenn Fahrplan ist, es gibt ja freies Fahren bei den Treffen. Ja, dann werden dann auch manchmal also häufig Fahrzeuge dran draufgestellt, die zu einer anderen Epoche gehören. Also da brauchen wir bloß hier mein Sturmtal-Video angucken, wo dann plötzlich die Epoche 1 unterwegs war. Ja, und das ist eben alles schwierig. Also dieser Begriff Spielbahner hat sich ja leider unter den Modellbahnern so schon fest etabliert, aber ich halte ihn einfach für falsch. Na, also der trifft das einfach nicht, weil, wie gesagt, wenn ich jemanden, der na, irgendwo im Kreis fährt und seine Modellbahn nur anguckt, na, als Spielbahner bezeichne und den, der wirklich spielt, das abspreche, dann ist irgendwas falsch. Das ist einfach, also, tut mir leid, aus meiner Sicht ist das ein bisschen anders. Ihm kann es auf der Anlage gar nicht genug Rabimmel, Rabammel, Rabum und Tschindrassel geben. Andererseits betreibt er als einziger der drei angesprochenen Positionen die Modellbahn als Quell der Freude und des Vergnügens. Nein, macht er nicht als Einziger. Das machen alle. Wir werden ja nicht gezwungen irgendwo hin. Also jeder, wie gesagt, ich habe ja mit den Begriffen Probleme, jeder, der hier aufgeführt ist, vom Betriebsbahner über den Historiker bis zum Spielbahner, machen das alle als Spaß. Die sind ja nicht gezwungen. Steht da nicht irgendeiner mit der Knarre hinter ihnen und sagt, lass jetzt den Zug fahren. Sondern die machen alle freiwillig. Und das machen die, weil es ihnen Spaß macht. Ja? Also und da auch den anderen den Spaß abzusprechen, ist. Also, so, ne? Das nimmt das nicht übel, aber das ist schon ein bisschen besonders. Worum es ja bei einem Hobby geht. Und letztendlich gibt es dann im Prinzip auch noch den vorbildorientierten Spielbahner, der sich quasi an der Realität etwa so stark orientiert wie ein Historiker, aber sich doch im Prinzip wesentlich mehr persönliche Freiräume gestattet. Ja, da wird es jetzt schon gemischt, ne? Jetzt haben wir schon den historischen Spielbahner oder den spielbahnerischen Historiker, ich weiß es nicht. Also es ist, ich finde den Ansatz, also der Ansatz, dass je nachdem, was ich von Modellbahntyp bin, danach muss ich die Anlage richten, der ist richtig. Ja, also ich finde bloß die Typen total verquer, weil ich es einfach, das ist einfach so, naja, zu grob. Ne? Naja, und dann ist immer, wie gesagt, immer der Begriff Betriebsplaner. Ich bin ja der Meinung, als allererstes muss ein Betriebskonzept stehen. Ne? Bevor ich überhaupt irgendwas mache, das ist ja auch so ein Thema, was er gar nicht mag, Betriebssystem, weil er den Begriff einfach anders versteht als ich. Für mich ist ein Betriebskonzept, ich habe es nur Betriebssystem gesagt, ne? Nee, Betriebskonzept meine ich. Also Betriebskonzept ist für mich, ja, ich kaufe mir einen ICE und den möchte ich auf meiner Teppichanlage im Kreis fahren. Ist sehr einfach, aber es ist schon ein Betriebskonzept. Ne? Das kann natürlich auch dahin gehen, ja, ich möchte jetzt den und den, ich habe jetzt das und das Material und das möchte ich gerne fahren lassen. Ne? Also ich habe einen Schnellzug, ich habe einen Eilzug, ich habe einen Güterzug und, na, und dann muss ich für diese Züge, wenn denn das geht, auf meiner Anlage die passenden Gleise finden. Ne? Also wenn ich wenig Platz habe, dann fährt der Schnellzug halt nur durch oder kriegt irgendwo noch eine Extrastrecke, dass er gar nicht durch den Bahnhof fährt, sondern irgendwo gibt es dann
naja, noch so die sogenannte Paradestrecke, wo der dann von Schattenbahnhof zu Schattenbahnhof fährt und dass er seine Kreise dreht. Und ja, dann ist das halt so. Ne? Wenn ich größere Anlage habe oder mir eine größere bauen kann und den dann sozusagen in den Bahnhofsbetrieb, wenn ich überhaupt einen Bahnhof baue, ne? Also das ist ja auch nicht immer Zwang, das ist dann irgendwie mit, muss man bestimmte Dinge beachten, damit der Schnellzug da reinpasst. Ne? Und das ist nicht nur die Länge des Bahnhofes. Ja, und das ist für mich die Reihenfolge, in der man, dazu habe ich auch schon Videos gemacht, da muss man dann ein bisschen in meinem Video, also ich habe es zumindest schon angeschnitten, wie zum Beispiel ein Bahnhof aussehen kann und der also solche Züge dann aufnimmt. Ja, aber hörst mal weiter. Sag mal, Hamas bald, was ist? Übrigens zu dem Thema, ich bin ja der Letzte, der sich, glaube ich, über irgendwelchen Dialekt beschweren soll. Ich bilde mir aber ein, wenn man halbwegs Hochdeutsch sprechen kann, was mir ja leider nicht gegeben ist, da hört man mal ganz deutlich, wo ich herkomme. Also zumindest wird mir das so gesagt. Ich würde nichts so extra noch, aber das ist jetzt hat das mit Thema nichts zu tun, ne? Also das findet der Hesse sicher witzig, aber außerhalb von Hessen nervt es, glaube ich. Das ist genauso, wenn ich jetzt versuche, noch richtig betont, noch sächsischer zu reden, als ich noch schon rede. Das bringt in so einem Video, was für den gesamten deutschsprachigen Raum gedacht ist, bringt das nichts. Aber wie gesagt, das hat jetzt mit dem anderen bedingt zu tun. Erzählst du den ganzen Kram hier? Oh, Hammersbald, der hessische Gott der Ungeduld. Ja, warum erzähle ich das alles? Letztendlich habe ich diese Idealtypenbildung betrieben, weil jeder dieser Idealtypen eine völlig andere Modellbahn will, beziehungsweise braucht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Fangen wir also einfach mal mit der Betrachtung der verschiedenen Idealtypen an. Beginnen wir mit den Spielbahnen. Die unterteilen sich im Prinzip einerseits in die sehr jungen Altersgruppen und andererseits in die mittleren bis alten Altersgruppen, die sich aber noch eine positive Kindlichkeit bewahrt haben, und zwar in Form eines verhältnismäßig unverkrampften Umgangs mit der Modellbahn. Ja, das sind mit den Idealtypen. Es gibt noch ein weiteres Problem bei diesen Idealtypen. Und zwar, sagen wir mal so, ein Video wie das richtet sich ja eigentlich an Leute, die vielleicht ihren Platz da noch nicht gefunden haben, also die sich noch entwickeln können. Und die sind eben nicht festgeschrieben. Ne? Also es gibt genug modellbahner Lebensläufe, wo irgendjemand, was weiß ich, mit Märklin als Kind angefangen hat, hat die Märklinbahn gescheckt gekriegt, ist dann älter geworden, hat dann irgendwann, ja, waren die Gleise halt nicht so schön, weil da sind so komische Dinger da zwischen den Profilen. Und die anderen, die sehen irgendwie besser aus und ist jetzt auch wieder keine Wertung. Ne? Also es ist ja individuell. Ne? Also wer sich nicht dran stört, der stört sich nicht dran. Für den ist das das tollste System der Welt. Aber wer sich dran stört, ändert das vielleicht mal und baut dann irgendwas anderes und ja, und dann ist wird da vielleicht irgendein Typ draus, der sich dann ja, mit Thorsten rumstreitet und versucht ihm seine Welt sich zu erklären. Also ich habe nicht mit Märklin angefangen, ne? Also das gab es im Osten nicht. Also da ist da keine Gefahr. Nee, es ist keiner, also es gibt Leute, die fangen mit der Modellbahn an und haben das Vorbild ist die Anlage vom Opa. Ne? Also da war eben so schön Märklin-M-Gleis und das war toll und dann sind die Lokomotiven, die sind da drauf rumgerasselt und das war so toll und ja, und dann baut er das, er kauft er sich gebraucht M-Gleis und baut dann ja, schön ein paar Häuschen drauf und macht ein paar Kreise und dann lässt er da die Fahrzeuge, die er da im Gebrauchthandel gekauft hat, da drauf kreisen. Ja, das ist dann, wenn das gefällt, das ist dann halt so. Das wäre jetzt hier spielbarer, ne? Aber ja, das muss aber nicht so sein, dass das so bleibt. Ne? Es gibt eben, gibt auch andersrum. Es gibt Leute, die haben also nicht mit Märklin angefangen, sondern mit irgendeiner anderen Spur, mit N oder mit Hahn-Gleichstrom oder mit was auch immer, mit Z und sind da irgendwie nicht klargekommen.
Na, weil sie zum Beispiel ohne irgendwelche elektrischen und elektronischen Tricks dann keine Kehrschleifen hingekriegt haben. Na, und sich dann gewundert haben, dass plötzlich ein Kurzschluss ist, weil sie da so eine Kehrschleife gebaut haben. Na, also das sind so, und dann haben die gesagt, nee, ach, das gefällt mir nicht mehr, ich mache es mehr clean, da kann ich Kehrschleifen bauen, solange ich lustig bin. Also das gibt es ja auch. Na? Und dann ändert sich das eben halt. Dann, also das ist nicht, also dieses System, was er hier darstellt, das sieht jetzt so statisch aus, das ist es aber nicht, sondern weil sich eben viele auch verändern. Und gerade die, an die sich so ein Video richtet, also die jetzt da relativ neu einsteigen und jetzt vielleicht zu Hause sitzen und sagen, oh Gott, ja, das ist mit dem Gleisplan, ich mache das seit Wochen, denke ich dran rum und ich finde einfach nichts und das ist alles irgendwie, das gefällt mir alles nicht. Und na, das liegt eben auch daran, dass so ein paar Grundgedanken einfach fehlen und dem soll ein Video wie das eigentlich helfen. Na, und das, wenn es dann eher ein bisschen verwirrt und dann so ein bisschen so ein paar persönliche Dinge reinkommen, die da eigentlich nicht reingehören. Naja, gut. Weiter geht's. Während Spielbahnen für ganz junge Modellbahner eigentlich eher unterkomplexe Anlagen sind, wo das Vergnügen für die Spieler im Wesentlichen darin besteht, die Loks aus den Schienen fliegen zu sehen, sind die Ja, das ist kein Maßstab. Also das, also für die Gruppe, da hat man eine Teppichbahn, da kann auch die Lok nicht runterfallen, die fällt dann nach links oder rechts in, auf den Teppich, wenn es dann eher die einfacheren Modelle sind oder so die unverwüstlichen älteren Märklin-Modelle, die können dann über den Teppich rollen, da passiert überhaupt nichts. Dann, ja, aber dafür mache ich da keine Gleispläne. Also das ist fliegender Aufbau und fertig und irgendwann sind sie aus dem Alter raus und dann wollen sie was Vernünftiges haben. Und ja, der Gleisplan übrigens, der hier gezeigt wird, der ist, das ist so, naja, eine Minimalanlage, ne, für wenig Platz. Gefällt mir sehr gut. Ne? Also ist jetzt hier dieser weiße Strich verdeckt hier das zweite Schattenbahnhofgleis. Also da kann man dann hinten auch noch einen Zug abstellen. Und man hat hier eben auch sehr viele Möglichkeiten zum Rangieren, wer es mag. Ne? Also nicht jeder will ja rangieren. Aber hier ist. Also das ist für den, der jetzt, also für seinen Betriebsbahner, wie er ihn nennt, wäre das ein Top-Gleisplan. Ne? Rangieren, Frachten zustellen, Fahrpläne machen. Das wäre. Absolut, wäre die Anlage absolut top. die Anlagen von älteren Spielbahnen doch eher auf störungsfreien Fahrbetrieb ausgelegt. Es geht darum, möglichst viele Züge fahren zu lassen und das auch in einer Landschaft. Ja, es sollte jede Anlage auf störungsfreien Fahrbetrieb ausgelegt sein, weil was hilft mir das, wenn die Züge stehen bleiben? Also natürlich muss man auch ein bisschen putzen, na, und dann natürlich die Gleise vernünftig verlegen. Und dann natürlich manche, also bei gewissen Herstellern gibt es dann bei manchen Gleisen ein paar Probleme. Also das ist so das Thema Birkenweichen zum Beispiel, die dann immer mal gerne, wo dann, was weiß ich, wahrscheinlich die Maße nicht stimmen oder die Konstruktion grundsätzlich scheiße ist, wo dann bestimmte Birkenweichen von verschiedenen Herstellern einfach nicht funktionieren und ständig, dass da ständig Züge entgleisen. Na, also das sind so Sachen, die das dann beeinflussen und das muss man eben ein bisschen berücksichtigen. Zumal ich auch immer sagen muss, vorbildgerechte Geschwindigkeit, na, hat man nur noch die Hälfte der Entgleisung. Na, und hat auch nicht so Krach auf der Anlage. In der man Fünfe durchaus mal gerade sein lässt. Das heißt, da kann beispielsweise auf einer Anlage im Maßstab 1 zu 87 der Kölner Dom in 1 zu 160 stehen oder sonst irgendwas in der Richtung. Das kann schon mal vorkommen. Es geht dem radikalen Spielbahner eher um das Vorhandensein eines Motivs als um dessen exakte Darstellung. Wenn man unter Modellbahnern überhaupt einen Dauerbegriff. Also radikaler Spielbahner ist auch schon wieder so ein Begriff. Also Spielbahner, also dieser Begriff des Spielbahners, den er hier prägt und der ja in der Modellbahn-Community so allgemein verwendet wird, ist ja nicht radikal. Dem ist einfach nur vieles egal.
Ja, das ist ja richtig so. Es zwingt ja auch keiner, irgendwas zu machen. Also in dem Bezug gibt es in der Modellbahn auch kein richtig und kein falsch. Also richtig und falsch, also falsch ist es, wenn die Züge nicht fahren, weil ich irgendwas verkehrt angeklemmt habe oder die Gleise nicht richtig geputzt habe oder irgendwas passiert, was nicht passieren soll. Dann ist was falsch. Aber alles andere, ob da ein Kölner Dom als Miniatur drauf ist oder nicht, ob der dahin passt, weil das gar nicht Köln ist, oder das ist sowas von Schnurzpiep. Das ist ja jedem selber überlassen. Also radikaler Spielbahner. Dieser Begriff ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Hippie findet, dann ist er in dieser Gruppe zu finden. Aber natürlich finden sich hier auch Leute, die einfach drogenfrei locker ihren Spaß haben wollen. Eine Spielbahn ist der lockere, der relaxte Umgang mit dem Hobby Modellbahn. Nein, habe ich auch schon gesagt. Jeder Modellbahner kann relaxed sein, egal wie er drauf ist. Na, also es gibt natürlich Menschen, die sind schon rein vom Charakter her nicht relaxed. Also das ist denen nicht gegeben. Also das wollen die auch gar nicht. Also ich erlebe es auch beim Fremo immer mal, dass es einfach Leute gibt, die, wo du von vornherein weißt, die bewältigen bestimmte Aufgaben nicht, weil es einfach zu viel ist. Na, wenn ich also jetzt einen riesengroßen Bahnhof bedienen will, mit ganz vielen Gleisen und dann kommen aller, weiß ich nicht, aller Sekunden kommen da irgendwelche Züge rein und raus und zwischenzeitlich muss man noch irgendwas rangieren und das ist, irgendwann ist es einfach zu viel. Ne? Und da gibt es eben Leute, die können dann, die lösen das, die sind einfach entweder, was weiß ich, von ihren Fähigkeiten so, dass sie das relativ, also Problemstellung relativ lösen. Und dann gibt es ja welche, die sind ein bisschen langsamer. Also da gehöre ich zum Beispiel dazu. Also ich bin bei so einem großen Bahnhof sehr schnell überfordert, deshalb mache ich es nicht. Na, weil ich eben diesen Stress nicht haben will, weil das nicht zu meinem Charakter gehört. Ich bin eher so, ich will eben auch lieber die Entspannung. Aber das ist eben so, wie es jeder haben will. Spaß haben die alle am Ende. Ne? Auch wenn er total überfordert ist, er macht es ja immer wieder. Ne? Und hält dann den ganzen Fahrplan auf, weil er das nicht packt, die Aufgabe. Ne? Aber auch das ist jetzt kein Weltuntergang. Dann fahren sie halt alles später. Das ist ja nicht, das sind ja nicht wirklich Leute, die da am Bahnsteig warten. Ne? Also wenn die da warten würden und anschließend Beschwerdebriefe schreiben würden und es überhaupt eine Instanz gäbe, die einen dann tadelt dafür, was man da macht. Ne? Und dann, was weiß ich, hier versetzt dann wie bei der richtigen Bahn, ja, da wäre das alles anders. Aber das ist ja nirgendwo. Ne? Das gibt es ja so in dieser Form dann auch wieder nicht. Gut, weiter geht's. Eine ganz andere Ausrichtung haben die Modellbahner, die ich dem Idealtypus des Historikers zuordne. Ihnen geht es darum, ein möglichst exaktes Abbild einer Vorbildsituation zu einer bestimmten Zeit auf der Modellbahn darzustellen. Sofern es die Fläche der Anlage zulässt, werden auch gerne mal ganze Transportketten oder zumindest Teile davon möglichst exakt abgebildet. Als Beispiel für eine solche Anlage finden sich diverse Filme über die Stadt Oldendorfer Gipsbahn in der Playlist zu diesem Film. Stadt Oldendorf? Das liegt bestimmt in Ostwestfalen. Na, nicht ganz. Knapp vorbei ist auch vorbei. Davon habe ich noch nie gehört. Also ich hätte mich jetzt nicht gefragt, wo das liegt. Also, wo das liegt, aber ich hätte es nicht irgendwo vermutet. Also ich bin, bei ihm gehe ich immer davon aus, dass es in Hessen liegt. Grundsätzlich. So eine Nachempfindung einer ehemals real existierenden Situation ist irgendwie doch schon was Spezielles. Einerseits erntet man damit auf vielen Ausstellungen A's und O's in großen Mengen. Ja, das ist wirklich so. Also ich kenne es, es gibt in Gera einen Verein, der hat den Bahnhof Lauscha in Thüringen nachgebaut. Und da stehen dann, also wenn die in Lauscha Ausstellung machen, da stehen die Leute davor und ja, und das in dem Haus hat der und der gewohnt und in dem Haus hat der und der gewohnt, da stehen ja vor der Anlage. Ne? Die haben dann richtig Spaß und sind begeistert, dass das wirklich so originalgetreu nachgebaut wurde. Ne? Also da gibt es wirklich viele A's und O's. Also das ist schon, also man muss jetzt als ein Modellbahner, der ausstellen möchte, also da muss man einiges leisten, um mit einer Fantasieanlage wirklich dann auch ähnliche Erfolge dann zu erzielen. Ne? Also wir hatten es im Verein auch, weil unsere Anlage dann, sagen wir mal, auch
von der Art her, also uns haben sie immer gefragt, wo ist das? Ne? Also da hat man sowieso wohlgemerkt bei Ausstellung oder überhaupt, wenn ich eine Modellbahnanlage habe und mich jemand fragt, wo ist das? Wo ist die originale Landschaft dazu? Ne? Wo spielt das? Dann habe ich es eigentlich, also in dieser Beziehung habe ich es eigentlich geschafft. Ne? Dann habe ich eine Anlage gebaut, die dem Betrachter real erscheint. Ne? Und da können auch Bahnhöfe verkürzt sein und was weiß ich was alles. Und das alles, sagen wir mal, doch in die etwas, in den etwas kleineren Hobbyrahmen passen. Also da gehört einiges dazu. Auch natürlich zuallererst erstmal bei der Planung. Ne? Es muss nicht immer irgendein Vorbild sein. Andererseits ist es halt doch auch so, dass selbst bei sorgfältigster Auswahl des Vorbilds viele Betriebssituationen latent langweilig sein können. Mein Szenario für das Das stimmt. Das stimmt. Es gibt das Problem ist eben beim Vorbild, dass das kostet ja alles Geld. Ne? Also in Bahnhofbahn kostet ganz viel Geld. Das heißt, jedes Gleis, was da hingebaut wird, hat eine Funktion. Und ich finde es eben nicht schlecht, wenn man genauso nach dieser Art und Weise die Modellbahn plant. Also ich habe jetzt, wie gesagt, wieder beim Betriebskonzept, also ich habe jetzt das und das, das und das soll fahren. Und wenn ich es platzmäßig hinkriege, muss ich dann, sollte ich die Anlage danach ausrichten. Und Vorbildbahnhöfe sind eben im Prinzip oft sehr langweilig, weil, also, naja, das sagen wir mal so, das ist auch ein bisschen epocheabhängig, weil der Bahnhof, den wir hier im Hintergrund sehen, der ist ja in der Epoche 1 gebaut worden. Und wenn es den heute noch so gäbe, na, also da würde entweder irgendwelches Museumszeug da drauf rumstehen oder bestenfalls fährt da ein Triebwagen im günstigsten Fall aller Stunde rein und wieder raus. Und das ist alles. Das ist der ganze Betriebsablauf in der Epoche 6. No. In der Epoche 1, also vielleicht noch Epoche 2 und mal früher Epoche 3, könnte es noch ein bisschen anders sein, weil ich habe ja jetzt, also ich habe ja hier oben das Freiladegleis, dann habe ich unten ein, nee, habe ich zwei Freiladegleise? Ja, Ladestraße oben, Freiladegleis jetzt mehr nutzbar und unten nochmal 36 Meter nutzbar. Also man baut ja jetzt nicht zwei Freiladegleise. Gibt es ja keine Rampe? Oh ja, gut. Ja, die baut man ja nicht, weil es eine Gleise sind, weil es keinen Güterverkehr gibt. Na, also die werden dann ja auch gebraucht. Also das heißt, da kommt nicht jetzt hier der Zug rein und da ist ein Güterwagen dran. Der wird dann in dieses Freiladegleis geschoben und fertig. Na, also da muss schon ein bisschen mehr passieren, damit die auch genutzt werden. So, wobei man dann sagen muss, wie gesagt, Epoche 1 ist der gebaut, da ist der geplant. Auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen in der Umgebung ändern sich ja auch mal. Also es kann natürlich sein, dass es zu wenig ist. Häufig ist es auch so, dass es zu viel ist, sondern dass der Zugverkehr im Laufe der Zeit nachlässt. Und also der Güterverkehr und dann werden die Gleise nicht gebraucht und die wachsen dann halt zu. Ja, also vier. Ja, kommt dann nochmal drauf, weil er ja auch gleich noch hier ein Betriebskonzept erklärt. oben abgebildete Betriebsdiorama Bahnhof Hüttengesäß der Hanauer Kleinbahn war folgendes. Statt 1931 in Konkurs zu gehen, wurde die Hanauer Kleinbahn verstaatlicht. Auch wurde sie in meinem Szenario nicht 1935 abgebaut, sondern weiter betrieben bis in die frühen 1970er Jahre. Der Betrieb wurde geführt bzw. aufrechterhalten von einer KÖV, die dreimal am Tag Güterzüge mit Personenbeförderung vom Hanauer Kleinbahnhof bis zum Bahnhof Hüttengesäß und wieder zurückführte. Leider erwies sich dieser Bahnhof Hüttengesäß beim Probeauslegen der Gleise betriebsseitig doch als unglaublich dröge und mopsig. Trotz der starken Kürzung des Bahnhofs erschienen die Fahrtstrecken für die KÖV doch immer noch unendlich lang. Man darf halt eben auch nicht vergessen, an so einer KÖV bewegt sich an sich fast gar nichts, wenn sie sich bewegt.
Mit einer V36 als Triebfahrzeug hätte das eventuell schon interessanter ausgesehen, aber eine KÖV, das war einfach zu dröge. Aber das Beispiel zeigt in meinen Augen auch, dass bei einer Anlage, die nach einem historischen Vorbild gestaltet wurde, wirklich sehr, sehr viele Faktoren zusammenpassen müssen, damit die Anlage wirklich zufriedenstellend ist. Also 99% aller Vorbildbahnhöfe sind für Modellbahnen grundsätzlich ungeeignet, würde ich jetzt mal so über den Daumen peilen. Also es gibt da auch, sagen wir mal, sehr viele, wo sich auch, also ich, gut, ich habe das jetzt nicht studiert, ne? Also wenn jemand hier Eisenbahnwesen studiert hat, der guckt sich dann, also ich kenne da ein paar Leute, ne, die gucken sich den Gleisbahn an und die aus dem Stegreif erklären dir dann, für was alles gut ist, ne? Also das kann so als Hobbymensch, ich weiß nicht, ich eigne mir da auch ein bisschen was an, aber das muss dann auch nicht immer alles stimmen, was ich erzähle. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso jetzt ausgerechnet auf die KÖV kommt. Ich teile da natürlich, also ich bin ja auch so ein bisschen Dampflok-Fan, also es muss sich an der Lok immer so ein bisschen was bewegen, das ist bei der KÖV natürlich nicht der Fall. Ich kenne aber keine KÖV mit irgendeinem Personenwagen dran, außer auf der Windbergbahn, wo das jetzt eine KÖV vorne, der Windbergwagen in der Mitte und noch eine KÖV hinten dran, damit die quasi nicht im Schiebebetrieb dann wieder den Berg hoch müssen. Aber das ist Museumsbahn. Ne? Also eine KÖV bei der Bahn im Regeleinsatz, das wäre mir ein bisschen, naja. Ich weiß auch nicht mit dem Tröge. Also ich habe jetzt mal auf die Wikipedia-Seite geschaut von der Bahnstrecke. Also es hat da in der Epoche 1, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg, ist es dann so viel Güterverkehr geworden, dass die auf der Strecke dann reine Güterzüge eingesetzt haben. Das sind also Nahgüterzüge, die dann wahrscheinlich von Hanau starten und dann dort Wagen verteilen und auch wieder reinholen. Na, also das heißt, in jedem Bahnhof verteilt der Zug dann die leeren oder vollen Wagen, je nachdem, was da angefordert wird, und holt die dann auch wieder ab, na, mit dem nächsten Güterzug. Im Normalfall ist das aber eben, sind das Personenzüge mit Güterbeförderung gewesen, also bis zur Stilllegung dieser Strecke, wobei die, ich glaube, im letzten Jahr oder letzten 2 Jahren haben die bloß noch Güterzüge gefahren und haben den Personenverkehr eingestellt, weil die praktisch immer so kurz vor der Insolvenz war in der letzten Zeit. Und die Qualität war auch, soll sehr unterirdisch gewesen sein dort, weil da eben nichts mehr gefleckt wurde. Die Wagen waren sowieso alle gebraucht. Und naja, also wenn man das jetzt so modellbahntechnisch macht und jetzt da keine Originalpläne oder irgendwas hat und den Bahnhof mit dem Gleisplan so nutzt, aber eben nicht so super original. Na, also ich würde irgendeine kleinere Dampflok nehmen, also so eine 91 zum Beispiel macht sich gut. Da würde ich einen Packwagen und ein, 2 Personenwagen dranhängen und dann noch ein paar Güterwagen. Ne? Dann fährt er hier an Gleis 1 ein, setzt um und verteilt die Güterwagen, die in dem Fall dann sozusagen hinter dem Personenwagen hängen sollten, also am Schluss des Zuges. So verteilt die in diese beiden Gleise. Wenn jetzt noch Wagen, die dann mit dem nächsten Zug raus sollen, die muss er natürlich vorher rausholen, die stellt er in Gleis 2. Stellt dann die Wagen, die er also mitgebracht hat, in die beiden Ladegleise, je nachdem, wo sie hin sollen. Und ja, dann fährt er, ja, dann holt er die Wagen aus Gleis 2 wieder ab, setzt die vorne hinter die Lok. Ja, wobei das natürlich auch wieder eine Frage ist, Sommer oder Winter, weil die Güterwagen haben keine Heizleitung drin, also im Winter müssten die dann an den Schluss. Das heißt, da muss den Personenzug rausziehen und mit dem Personenzug am Haken die Güterwagen aus Gleis 2 holen und dann wieder in Gleis 1 einfahren, damit da die Fahrgäste dann einsteigen können. Ja, und dann geht es wieder raus. Also so ganz, ich finde es nicht so tröge. Ne? Also das ist ein Endbahnhof, also ich bin eher so ein bisschen Freund von dreigleisigen Endbahnhöfen, deshalb ja bei mir Possendorf, der ist ein kleines bisschen größer. Also wir haben ja die Planung abgeschlossen jetzt, also der wird dann 5 Meter lang. Und ist aber allerdings, das ist nichts für zu Hause, das ist ein Modulbahnhof. Ne?
Ja, gucken wir mal weiter rein. Festzuhalten bleibt aber auch, für den Idealtyp des Historikers gibt es im Prinzip keinen typischen Gleisplan. Es wird einfach mit dem gearbeitet, was die Geschichte hinterlassen hat. Nach dem Primat der Geschichte wenden wir uns jetzt dem Primat des Betriebs zu. Ein Großteil der Vertreter dieses Idealtypus ist sicher auch eher weltoffen und umgänglich, aber Ja, ist es. es gibt auch Vertreter, die sind das exakte Gegenteil davon. Dummerweise. Diese Vertreter gibt es in allen Bereichen der Modellbahn. Also es gibt, ich habe ja vorher gesagt, es gibt keine extremistischen Spielbahner, aber es gibt ein bisschen extremistische Märklin-Bahner. Es gibt auch, was weiß ich, also dieses ganze Markenzeugs ist sowieso für den Arsch, sorry die Formulierung, aber ist einfach so. Ne? Also wer heute irgendwie so Markenfetischismus betreibt, egal in welchem Bereich, auch in der Modellbahn, das ist Unsinn. Ne? Also ich habe unten eine Schiene, oben drauf fährt irgendein Fahrzeug und das muss alles funktionieren und dann ist das völlig egal von welchem Hersteller. Natürlich gibt es Hersteller, die da ein bisschen eine bessere Qualität abliefern, sei es von der Detaillierung, sei es von den Voreigenschaften. Und es gibt Hersteller, die das noch nicht so, naja, noch nicht so beherrschen. Das ist teilweise auch von Modell zu Modell unterschiedlich. Also ich kenne es jetzt von Brava, wo also die Fahrzeuge an sich sehr hochwertig gebaut sind, also sehr fein detailliert. Aber das eine fährt super und die andere eben nicht so. Ne? Also da gibt es dann das Problemchen. Ja, das gleiche gilt auch für andere Hersteller. Ne? Also das. Also sind die Engstirnigen und Verbohrten oft die Wortführer dieses Idealtypus. Da Nee, sind es eben nicht. Das ist die Frage, wem man zuhört. Ne? Und wenn ich natürlich diesen Leuten zuhöre und dann immer ständig versuche, das sind die und na und dies, das sind die Wortführer und nee, sind es eben nicht. Es gibt auch, es ist wie bei in jedem Modellbahnbereich gibt's, ist das eben sehr individuell unterschiedlich und da gibt es eben Idioten und hier und da und dort, also die Anzahl der Idioten ist weltweit relativ gleichmäßig verteilt und ist das auch so im Hobby ist genauso. Ne? Also ich habe idiotische Fremo-Leute kennengelernt, ich habe idiotische Märklinisten kennengelernt, ich habe idiotische N-Bahner, also es sind immer sehr wenige, also in allen Bereichen. Ne? Also idiotische Märklin-Bahner, das sind, also kann man in einer Hand abzählen, also die ich jetzt kenne. Na, und genauso ist es beim Fremo. Also da gibt es Leute, das ist ja ein Verein, das gibt es Leute, die meidet man dann. Na, also dann geht man aus dem Weg, damit manchmal sucht man die Konfrontation. Na, und damit er mir aus dem Weg geht. Und ja, und der Verein ist groß genug, hat über 2000 Mitglieder. In verschiedenen Spurweiten, in verschiedenen, also selbst H0, ich weiß, wie viele H0-Gruppen es gibt, das, ich habe keine Ahnung, also es sind viele. Und da begegnet man sich nicht, ne? Das ist in Ordnung. Also man muss auf solche Leute nicht hören. Also es ist völlig unnötig. Und man muss es vor allem im Video jetzt nicht als, ja. bei einer Reflexion nur das reflektiert werden kann, was wahrgenommen wird, bezieht sich meine Einschätzung dieses Idealtypus im Wesentlichen auf die lauten Vertreter dieses Idealtypus. Ja, das ist eben genau das, was man sich anhört. Ne? Und wenn man das andere nicht vernimmt und auch nicht vernehmen will, wenn man sich nicht damit auseinandersetzen will, dann ist es halt so. Aber dann muss man nicht solche Videos machen. Diese jedenfalls glauben, dass ihre Messlatte, mit der sie eine Modellbahn bewerten, die einzig richtige und die einzig gültige ist, die überhaupt existiert. Das glauben die anderen auch. Ne? Und mir fällt da sofort ein YouTuber ein, der das auch glaubt, dass seine Messlatte die beste ist. Ne? Deshalb lässt er sich ja auch keine Diskussion ein und bezeichnet jemanden, der einen Kommentar schreibt, als Narr. Also, ja, das ist immer so, ja, das ist schwierig. Ne?
Es ist quasi die altbekannte Einstellung, an meinem Wesen soll die Welt genesen. Und es ist vor allem die Einstellung, jeder Zug hat seine Strecke und jeder Zug hat sein Gleis. Das mag bei der großen Bahn in 1 zu 1, also in Natura, auch wirklich so sein, aber Modellbahnen funktionieren halt anders. Denn auf der Modellbahn kann ein Zug durchaus mehrere verschiedene Züge der Realität darstellen. Das macht er auch beim Vorbild. Weil ich fahre von A nach B, da hat der Zug, was weiß ich, hier eine Nummer und dann fährt er wieder zurück, eine andere Nummer. So, und dann fährt er noch wieder hin und hat er wieder eine neue Nummer. Also heute ist, was weiß ich, also der bei mir lang fährt, ist glaube ich RB 113, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und das ist immer RB 113. Ja, also egal, hin und zurück. Also das hat immer, das ist praktisch jetzt streckengebunden. Das war früher aber nicht so. Ja, also da wäre das, was weiß ich, das wäre dann der P, was weiß ich, 1113, nehmen wir mal an. Na, das wäre die Hinstrecke und die 14, also 1014 wäre die Rückstrecke gewesen. So, und dann kommt er dort an, dann, wenn es eine Dampflok ist, muss er erstmal Wasser fassen und vielleicht noch ein bisschen Kohle. Da dauert es einen Moment, bis die wieder einsatzfähig ist und dann fährt die wieder vor den Zug. Und dann ist es der P1115. Na, also das ist auch im Vorbild so. Na? Also ich weiß aber, dass das anders gemeint ist. Also hier ist natürlich der kann ja völlig, also was weiß ich, Zug von A nach B, ne, fährt dann den Schattenbahnhof und fährt dann wieder irgendwie durch und fährt dann von C nach D oder was weiß ich. Ne, also das, ja, mein Gott, das ist ja nicht schlimm. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben die gleiche Wagenreihung. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Konsequenzen. Wenn er einen anderen Zug darstellen soll, muss er nicht die gleiche Wagenreihung haben. Grenzen sind hinsichtlich des Gleisplans bzw. der Gleisplankonzeption daraus zu ziehen. Eines ist im Prinzip schon von vornherein klar. Betriebsbahner wollen nicht im Kreis fahren. Deswegen haben die... Nö, das ist falsch. Das ist aber... Ich habe ja in früheren Videos von ihm... Also hat er mal ein Video gedreht, also da wäre ich keine Reaktion drauf machen, weil das ist einfach, nimm es nicht übel, das ist einfach zu dämlich. Also er hat ein Video darüber gemacht, dass Modulbahner Sektenmitglieder sind, dass das eine Sekte ist. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass er völlig ausblendet, dass es sehr, sehr viele verschiedene Modulbahner gibt. Also es gibt ja nicht nur den Fremo. Und beim Fremo hat er vielleicht sogar recht, also so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Glaube, dass das so die tollste Art und Weise, Modellbahn zu betreiben ist, die ist im Fremo schon recht weit verbreitet. Ne? Und dass man da, sagen wir mal, so ein bisschen ein missionarischen Eifer hat, andere da auch irgendwie, das geht mir auch selber so, ne? Dass ich jetzt versuche, in meinen Videos oder in meinen Facebook-Gruppen dann den Gedanken, Module zu bauen, dann versuche zu verbreiten und vielleicht auch, dann den entsprechenden Betrieb zu machen. Aber Betriebsbahner ist nicht gleich Modulbahner. Es gibt Leute, die auf ihrer Heimanlage, und das ist eben das Gleisbild, was wir vorhin gesehen haben, auch hier dieser Bahnhof Hüttengesäß, das wäre ein super Modulbahnhof. Ne? Also den könnten wir bauen und könnten hier in dieses Arrangement hier irgendwo einfügen. Na, was übrigens hier auch falsch ist, also es endet hier immer in eine Vierteljahrt. Ich finde den Begriff Vierteljahrt, ich bin sowieso kein Freund von Anglismen. Für mich ist das ganz einfach ein Schattenbahnhof. Ich habe extra jetzt auf die Wikipedia-Seite geguckt. Da stand auch drin, ja, der Unterschied zwischen Vierteljahrt und Schattenbahnhof ist, wo ich auch klar einen Kommentar reingeschrieben habe, dass das für mich nicht so ist. Also für mich ist Vierteljahrt eine Teilmenge des Schattenbahnhofes, ne, des Begriffes Schattenbahnhof. Also ich kenne niemanden im Fremo, also in meiner Fremo-Bubble, muss ich dazu sagen, kenne ich niemanden, der Vierteljahrt sagt. Das gibt es nicht. Ne, also ist mir zumindest noch nicht begegnet. Das ist immer der Schattenbahnhof. Und dann muss natürlich nicht die Strecke, also im Prinzip ist ja so, es wird ja versucht, hier einen Betrieb zu machen, der
einem Vorbild entspricht. Also so wird es ja gesagt, so ist es aber nicht, weil hier ist eine Betriebsstelle, die ist vielleicht aus Sachsen. Hier ist eine Betriebsstelle, die ist aus Bayern. Hier ist eine Betriebsstelle, die ist irgendwas Norddeutschland. Ne? Dann kann es mal passieren, dass diese Betriebsstellen hier zusammen, also hier wird er natürlich nie ein Vierteljahr sein, hier wird immer ein Endbahnhof sein an dieser Nebenstrecke. Vielleicht passen die sogar zusammen. Also dass das wirklich irgendeine Strecke ist, die es wirklich tatsächlich so gab im Vorbild. Ne? Und dann ist hier wieder irgendeine Betriebsstelle, hier wäre auch wieder ein Endbahnhof, wahrscheinlich, also nicht zwingend. Ne? Also hier wird er dann vielleicht auch ein Endbahnhof sein. Und was weiß ich, die ist wieder aus irgendeiner anderen Gegend. Was weiß ich, also wir haben ja immer die Tschechen häufig zu Besuch. Also es könnte jetzt quasi der tschechische Ast sein. Hier kann überhaupt kein Vorbildverkehr stattfinden. Das geht gar nicht. Weil ich natürlich hier mit Bayern und Norddeutschland, das funktioniert nicht. Ne? Sondern es wird hier einfach ein Plan erstellt. Also erstmal muss natürlich das geplant werden, es muss ja in der Halle passen. Ne? Also das ist schon mal eine Arbeit, die jetzt nicht ganz so einfach ist. Und die eben manche können, ich könnte es nicht, ne, weil ich einfach dafür auch das Programm nicht habe. Also da braucht man dann schon ein besseres CAD-Programm, um das jetzt da so in die Halle zu zaubern. So, und dann gibt es Leute, das kann ich auch nicht, weil das mir auch zu kompliziert ist und ich auch nicht die entsprechende Software habe und ich auch nicht die Lust habe, mich da einzuarbeiten. Die machen einen Fahrplan. Und der Fahrplan kann nicht vorbildgerecht sein. Ne? Der ist an das Vorbild angelehnt, das ist ja ein Unterschied. Ne? Also diese Geschichte mit Betriebsplaner, die machen immer alles exakt nach Vorbild, das haut so nicht hin. Das funktioniert nicht. Und das ist völlig falsch. Ne? Das liegt aber daran, dass man was erzählt, wo man sich nicht informiert hat, was auch wieder daran liegt, dass man so ein bisschen, dass man dem Ganzen ein bisschen ablehnend gegenübersteht. Ne? Und das ist eben, ich versuche immer den Fehler nicht zu machen, weil ich bin auch in einer Märklin-Gruppe, um mich dort eben zu informieren, was da so die Probleme bei Märklin sind oder was auch toll ist bei Märklin und wie die so ticken. Und weil ich habe ja meine Anfängergruppe mit übrigens 18.000 Mitgliedern mittlerweile. Und da will man jetzt auch Hilfestellung geben und will ja auch mal gucken, was richtig und was falsch ist. Ne? Und das erfährt man dann in der Märklin-Gruppe. Also wir haben in der Anfängergruppe auch überwiegend Märklin-Leute. Das ist einfach, weil der Markt eben so ist. Und ja, dann ist natürlich nicht falsch, wenn man sich da auskennt. So. Und wenn man natürlich von einer anderen Fraktion kommt, ist es natürlich nicht schlecht, sich doch trotzdem umfassend zu informieren. Und das ist ja leider nicht erfolgt, muss ich so hart aber recht sagen. Also das ist zum großen Teil Unsinn, was in dem Teil des Videos zu hören ist. Mal davon abgesehen, dass es ein bisschen, naja, einfach ein bisschen unfreundlich ist, muss man so sagen. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Die Gleispläne auch keine Kreisform. Letztendlich pendeln die Züge auf typischen Betriebsbahnanlagen zwischen zwei Vierteljahrs oder zwischen Vierteljahr und Schattenbahnhof oder zwischen zwei Schattenbahnhöfen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo die Schattenbahnhöfe herkommen und was jetzt bei ihm jetzt Vierteljahr und Schattenbahnhof ist. Also, ja gut. Dass das nie eine Kreisform hat. Also ich habe ein Buch, das werde ich eventuell auch mal vorstellen. Das ist in den 70er Jahren erschienen. Nennt sich Betrieb auf der Modellbahn. Und die haben da mehr oder weniger das vorweggenommen. Also gute 10 Jahre vor dem Fremo, der ist ja irgendwann in den 80ern gegründet worden, ich glaube 84 oder so, ist der Fremo gegründet worden. Oder was, 86, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mir das nicht gemerkt. Da gibt es ja Gründungsgeschichten, aber das ist lange vor meiner Zeit, da habe ich noch hinterm eisernen Vorhang gewohnt. Ja, also ist da, und da wird grundsätzlich von Kreisanlagen ausgegangen. Ne? Und die fahren da mit Fracht und Wagenkarren. Ne? Und machen Fahrpläne und bauen irgendwelche Wecker um. Also bauen mechanische Wecker um, damit die Modellbahnzeit anzeigen. Ne? Also so irre Sachen in den 70ern. Ne? Das sind, weiß ich nicht, da waren noch, ich weiß nicht, das M-Gleis noch das häufigste Gleis oder was, ich keine Ahnung. Und in der DDR hat man hier diese, bei TT und H0 diese Hutgleise gehabt, die da auch völlig außer Zeit gefallen sind heute. Na, also das sind,
Das ist eine völlig andere Modellbahn-Epoche. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit heute. Also mit dem, was heute möglich ist und was man machen kann. Man muss es ja nicht machen. Aber das sind eben so Vorurteile, die da hier in die Welt gebracht werden, die einfach nicht stimmen. Aber Zweivierteljahrs sind eigentlich die am häufigsten zu findende Variante. Vorstellbar ist auch, dass Züge zwischen verschiedenen Betriebsstellen hin und her pendeln. Da solche Anlagen meistens einen doch enormen Flächenbedarf haben, sind solche Anlagen im Prinzip eigentlich nur für Modultreffen oder für Modellbahnclubs interessant. In privaten Räumlichkeiten, also der Themenbereich, mit dem sich dieser Kanal im Wesentlichen befasst, sind solche Anlagen oft kaum unterzubringen. Zwar gibt es solche Anlagen auch im privaten Bereich, aber übermäßig häufig sind sie nach meinen Beobachtungen nicht. Deshalb Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja sein Kanal und das ist ja nicht, natürlich ist das nicht Gegenstand von seinem Kanal. Deshalb wundert mich, dass er dem jetzt hier so einen großen Rahmen einräumt. Die Geschichte aus meiner Sicht ist aber, ist also der Ansatzpunkt aus meiner Sicht ist aber ein anderer. Also bei mir ist es so, ich habe nie eine Modellbahn selber fertig gekriegt. Ich habe als Kind eine fertige hingestellt bekommen und habe dann, als ich älter war, dann angefangen oder habe nur geplant und geplant und geplant. Also ich war auch für über viele Jahre Schachtelbahner. Und weil eigentlich ich immer unzufrieden war mit dem Platz. Also ich hatte Ideen, die ich gerne machen wollte und das immer am Platz gescheitert. Also ich wollte mal eine Anlage bauen. Also da hatte ich hier im Haus das Dachgeschoss vorgesehen. Das ist mittlerweile ja mein Bastelraum. Aber das sollte ursprünglich eine Anlage rein. Aber das ist eben, du hast einen Haufen Schrägen drin, du kommst nicht an die Schräge ran so richtig und das sieht auch nicht so doll aus unter der Schräge. Ich meine, viele bauen so ihre Anlage, aber und da wollte ich eigentlich so drei Anlagenschenkel machen und wollte, weil ich mich damals noch nicht so richtig für eine Epoche entscheiden konnte, wollte ich da drei Epochen machen. Also auf jeden Anschlag, also die Gestaltung der Anlage sollte auf jeden Anlagenschenkel eine andere sein. Ne? Also Epoche 1, 2 und 3. So, die Züge werden natürlich dann durcheinander gefahren, das ist klar. Aber die Gestaltung war. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt, planungstechnisch. Es war einfach nicht zu wollen, weil ich mit den Radien nicht zufrieden war. Man hätte dann immer. Naja, man muss eben, wenn man gute Radien hat, also die engen Radien vermeiden will, muss man halt die Anlage, also ist der Rahmen entsprechend groß genug, oder man muss eben die Anlage ringsherum bauen um den Rahmen. Und das ging da halt nicht. Na, also das, zumal es ja nicht mein Boden ist, es ist der von meinen Eltern. Na, also das ist auch noch die Frage. Nee, das ist, ja, wir hören mal weiter rein. deshalb kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten Punkt. Da mein Interesse an der Modellbahn über den Umweg des Interesses an Industriesoziologie geweckt wurde, beziehungsweise nach 20 Jahren der Ruhephase wieder geweckt wurde, Ja, ich hatte jetzt, irgendwie hatte ich jetzt irgendwie den Faden verloren in meiner Erzählung. Was ich eigentlich hinaus wollte, weil es eben nicht ging, ich weiß nicht, ob er das jetzt hinkriegen würde bei mir, da die Anlage zu planen. Ne? Ich habe jetzt auch keine Lust, da Geld auszugeben. Aber weil es eben nicht geklappt hat, bin ich irgendwann mal zu den Modulbahnern gekommen. Ne? Und das ist allerdings eben, sagen wir mal, ein sehr einschneidender Schnitt, weil ich natürlich dann immer heraustrete aus meiner individuellen Modellbahnwelt und mich dann mit anderen Leuten arrangieren muss. Das war ich allerdings gewohnt, weil ich ja vorher schon im Verein war. Also ich bin in Leipzig im Verein eingetreten und habe dort einmal die Woche dort irgendwas gemacht. Möchte es auch nicht missen, ne, weil ich dort auch viel gelernt habe. Ich habe mir dort auch viel selber beigebracht, weil du eben eine fertige Anlage hast, wo du bestimmte Problemstellungen hast, die du eben irgendwie lösen musst. Und die habe ich dann, also die Problemstellungen, die ich halt hatte, die hatte ich natürlich gelöst. Ich habe mich natürlich dann auch so ein bisschen auf Landschaftsbau spezialisiert. Ja, und da war ich das gewohnt in dem Verein. Ne? Und da war der Schritt zum Fremo eben nicht so riesengroß. Wer jetzt, wie gesagt, also individuell
sein eigenes machen will, für den ist Modulbau natürlich nicht unbedingt zu empfehlen. Ich kenne aber auch Leute, die dann, naja, eben diese Rundherum-Anlage, ne? Also ich habe jetzt mein Zimmer und baue die Anlage ringsherum und vor der Tür ist dann halt eine Klappbrücke oder was auch immer oder irgendwas, was ich rausnehmen kann. Oder die Brücke geht nach außen auf, was ist natürlich das Allerbeste. Und ja, und da, das kenne ich, sowas kenne ich auch, also wo dann eben auch zu Hause kein Kreis da ist. Na, und der praktisch dann Module baut und dann, ja, vielleicht auch sogar nach Fremer Norm, aber Fremer ist nicht seins, er macht dann lieber sein eigenes, ne? Und macht dann vielleicht lieber eine Ausstellung oder so. Dafür ist eine Modulbahn natürlich auch nicht schlecht, weil sie viel besser zu transportieren ist. Na, und ja, das ist eben. Also kann eben eine Geschichte sein. Deshalb ist es doch irgendwo, sind die Module doch schon irgendwie relevant, aber eben nicht aus Sicht der Betriebsführung, weil ich kann ja vom Modul alles machen. Also ich kann die Module auch im Kreis aufbauen und kann dann den ICE kreisen lassen. Also ist überhaupt kein Problem. Na, also das ist, da gibt's keine Regeln. Also man ist im Verein, da gibt es natürlich Regeln. Aber privat ist, na, Strom fließt von da nach da, das ist die einzige Regel. Legen meine modellbahnerischen Interessen auch im Bereich des Idealtyps Historiker. De facto sieht das aber anders aus. Zwar sind reale historische Situationen für mich der Keim, aus dem neue Modellbahnideen erwachsen, aber wie es dann weitergeht, das hängt dann sehr stark von verschiedenen anderen Einflüssen aus dem Bereich Eisenbahn und Modellbahn ab. Zwar ist selten etwas völlig aus der Luft gegriffen, aber es ist auch selten völlig kreativitätsfrei. Zwar orientiert sich die Anlagengestaltung an historischen Vorbildern, aber letztendlich ist die Anlage eine Bühne, auf der sich die Schauspieler, in dem Fall die Züge, präsentieren könnten. Um nicht immer dasselbe Stück aufführen zu müssen, ist es wichtig, dass im verdeckten Bereich, also im Schattenbereich, Also bis hierher gehe ich mit. No? Gibt es keine Einschränkungen. Also da bin ich voll seiner Meinung. Wird sich jetzt gleich ändern. mindestens ein Streckenknoten, besser sogar mehrere Streckenknoten vorhanden sind. Aber genau diese Streckenknoten sind es, die beispielsweise bei Betriebsbahnern regelrechte Zornesausbrüche bewirken oder zumindest bewirken können. Klar, wer sich für die Guten hält und für die einzig Richtigen, für den sind alle anderen Ideen böse oder die schlechten. Also ich weiß nicht, wer mir da begegnet ist, wer da Zornesröte im Gesicht hat, bloß weil er da irgendeinen Streckenknoten einbaut. Eigentlich, also ich habe mal geäußert, er hat ja, wenn er Anlagen entwirft, hat er immer seinen Verteilerkreisel. Das heißt, fahr dann den Schattenbahnhof ein und der Zug kann dann sozusagen in alle Richtungen über diesen Verteilerkreisel die Anlage wieder befahren. Das ist sein Konzept, das findet er gut. Ich brauche es für meins, was ich jetzt mir vorstelle, für mich brauche ich diesen Verteilerkreisel nicht, weil für mich Züge von A nach B fahren und von B nach A und vielleicht noch nach C oder nach D, aber die kreiseln jetzt nicht sinnlos über irgend die Anlage. Ne? Also jetzt ohne dass da, weil der Zug hat ja, Zug ist quasi der Schauspieler, ne? Der hat eine Rolle. Und die Rolle soll er ausführen und nichts anderes. Aber das sind eben meine, also ich habe jetzt auch keine Zornesröte im Gesicht, hoffe ich zumindest mal. Das sind immer meine Maßstäbe für mich. Wenn ich jetzt Anlagen plane oder auch nur einen Plan jetzt kritisiere, dann habe ich da meine Gründe aus meiner Sicht. Für andere Menschen, also für andere Modellbahner, die haben da eben eine andere Sicht. Na, und wenn das Verteilerkreisel, was jetzt hier keiner ist, wenn man das als eine schöne Sache empfindet, dann ist es halt eine schöne Sache. Na, es ist vor allem bei MacLean eine schöne Sache, weil ich beim Verteilerkreisel natürlich potenziell da irgendwelche Kehrschleifen reinkriege, die ja hier auch da ist. Na? Also ich sehe ja hier schon eine Kehrschleife, die natürlich ohne elektronische Spielereien einen Kurzschluss erzeugen. Na? Also das, aber das, wenn ich eine Anlage in Knochenform habe zum Beispiel, also ich habe
ein Bahnhof und links und rechts geht's in den Tunnel und dann sind zwei Schattenbahnhöfe und die Strecke ist zweigleisig, habe ich ohne Kehrschleife, ne? Automatisch ist so. Also da muss ich das dann auch. Aber wie gesagt, ich habe da andere Ideen und er hat auch andere Ideen. Das ist jetzt keine Sache, die war. Aber ich finde eben diese Formulierung ringsherum, ne? Also dass er da wieder irgendwelche Leute erfindet, die da. Also gibt es sicher, aber wie viel gibt es denn davon im Ganzen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, in welchem Forum er sich bewegt, wo es solche Leute gibt. Ich kenne das nicht. Also ich. Früher ja, also es gab ja mal vor vielen, vielen Jahren in 19, eigentlich gibt es das heute immer noch, man kommt bloß nicht mehr so einfach hin, das sogenannte Usenet. Also das war die Zeit, wo Internet noch nach Minuten bezahlt wurde und man kurz online gegangen ist, schnell die Mails verschicken, Mails runterladen, im Outlook gab es ja damals auch schon, und dann die Newsgroups runterladen. So, und da gab es eine Modellbahngruppe und da waren alle drin. Also von, was weiß ich, seine Spielbahner, seine Historiker, seine Betriebsbahner. So, und dann war natürlich Frontenbildung, ne? Also Märklin gegen Fremo. Heute gibt es im Fremo eine Märklin-Gruppe, ne? Also es ist alles, ich weiß nicht, das ist alles anders geworden, ne? Es gibt übrigens auch im Fremo gibt es auch Kehrschleifen. Es gibt Schattenbahnhöfe mit Kehrschleifen im Fremo. Es gibt auch Vorbildbahnhöfe mit Kehrschleifen. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Also das, ich weiß nicht, wer Ihnen da begegnet und wieso immer in jedem Video mit so einem Thema dann mit der großen Keule wieder auf irgendwelche virtuellen Leute einschlagen muss, die eine absolute Minderheit sind und die, weiß ich nicht, die aber wahrnimmt und sich darüber aufregt. Gut, ich reg mich jetzt auch über ihn auf. Gut. Weil er ist, nach meiner Ansicht ist er auch eine Minderheit. Und ich bin auch eine Minderheit. Ne? Also es ist eigentlich völlig, naja, was soll's. Und entsprechend gehen Sie mit anderen Ideen um und bewerten diese auch entsprechend. Sie halten den zu diskutierenden Gleisplan für das Problem. Dabei liegt das eigentliche Problem in Ihrem Kopf, nämlich in Ihrer eigenen Allmachtsfantasie und Ihrem missionarischen Eifer bezüglich der eigenen Ideen. Anstatt charakterliche Größe zu zeigen, zelebrieren Sie den charakterlichen Zwergwuchs. Muss ich ihm genauso zurückgeben. Das gilt für ihn exakt genauso. Weil er zwar hier, was weiß ich, seine, naja, Querdenken kann man heute nicht mehr sagen, das ist ja negativ belegt, aber sagen wir, Modellbahn quergedacht im ursprünglichen Sinn ist ja was Positives. Ne? Das nimmt er ja für sich in Anspruch und haut dann aber solche Sätze raus. Was soll das? Na, also das ist, für mich sollte eigentlich, na wie gesagt, Hobby soll ja Spaß machen, ne? Also das ist ja sein Satz und den unterschreibe ich auch, aber man muss doch irgendwie mal versuchen, die Leute an Bord zu holen und nicht jetzt hier irgendwelche Mauern aufzubauen zwischen irgendwelchen, wie auch immer gearteten Leuten und irgendwelchen Fraktionen. Na, also das ist der Punkt, den ich hier nicht verstehe. Und das ist nicht nur das einzige Video, was so ist. Und solange dies der Fall ist, ist es völlig unnötig, mit Ihnen zu diskutieren. Es kommt sowieso nichts dabei raus. Ja. Ich kenne da einen YouTuber, da schreibt man Kommentare unter Videos und kriegt dumme Antworten, weil es sinnlos ist, mit ihm zu diskutieren. Also es ist immer so eine individuelle Sicht, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Weil eigentlich gibt es ein Thema. Das Thema kann man von verschiedener Seite betrachten und dann kann man darüber diskutieren. Man kann aber nicht darüber diskutieren mit dummen Antworten. Ne? Also da muss man sachliche Argumente auf den Tisch legen oder halt mal ein Video machen, wie ich jetzt. Ne? Also meine Argumente liegen jetzt hier auf dem Tisch. Und ja, dann kann man irgendwie rausfinden, gemeinsam rausfinden, was richtig ist und was falsch. So, wenn ich ständig auf irgendwelchen Leuten rumhacke und oder die gleich erfinde, weil, weiß ich, die eigene Weltsicht da anders ist als bei den anderen oder keine Ahnung. Also das ist so Sachen, die, naja, so ein bisschen ärgere ich mich auch drüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sowas nicht verstehe.
Also für mich sind wir alle, egal was, sind wir irgendwie ein Team. Und da sollte man sehen, dass man miteinander auskommt. Und das ist kein Beitrag dazu. Denn letztendlich verstehen sie Anlagenkonzepte, die nicht ihrem eigenen Bild entsprechen, gar nicht. Und sie verstehen noch nicht mal, dass sie es nicht verstehen. Aber ich denke, so langsam ist es Zeit zum Fazit. Naja, Sie verstehen nicht, dass Sie verstehen. Er hat ja auch gerade große Erklärung abgegeben, wie Modulbahn funktioniert. Ja, reden wir nicht drüber. Des Films zu kommen. Fazit. Nachdem es ja die ersten Minuten des Filmes so aussah, als würde sich der Inhalt doch abseits des genannten Filmtitels entwickeln, konnte, glaube ich, der Zusammenhang zwischen Modellbahnertypus und notwendigem Gleisplan ganz gut dargestellt werden. Es wird ja oft behauptet, die Frage, ob eine Modellbahn bis zum Ende gebaut wird, hinge von einem vernünftigen Betriebskonzept ab. Nach Abschluss der Überlegungen zu diesem Film muss ich diese Behauptung letztendlich als Binsenweisheit zur Seite legen. Nee, nee, weil du keine Argumente genannt hast dafür. Du hast einfach Sachen erfunden. Argumente habe ich. Welches Argument hast du denn genannt? Hier in deinem Video, dass das eine Binsenweisheit ist. Das ist, weiß ich nicht, was das soll. Also, ich sehe hier im Hintergrund schon wieder eine tolle Anlage, wo man ein tolles Betriebskonzept machen könnte. Ja, das vielleicht auch auf ein Betriebskonzept entstanden ist, nur hast du es anders genannt, ne? Oder hast nicht erkannt, dass das ein Betriebskonzept ist, weil du Betriebskonzept ja immer mit Betriebsplaner verbindest, was falsch ist. Ne? Das eine hat mit dem anderen nicht zwingend was zu tun. Ne? Ja. Viel wichtiger ist es in meinen Augen, dass die Modellbahn, die entstehen soll, den Wünschen des Erbauers entspricht. Nur dazu muss man halt wirklich erstmal herausfinden, was die eigenen Wünsche sind und welche vermeintlich eigenen Wünsche doch eigentlich eher durch das soziale Umfeld geprägt wurden. Und je Und das schreibe ich. Stimmt exakt. nachdem, in welchem modellbahnerischen Umfeld man sich befindet, gehört da auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein dazu, die eigenen Wünsche durchzusetzen. Ja, aber es gehört auch das Wissen dazu. Das Wissen, was gibt es alles? Dass das natürlich auch, sagen wir mal, vorurteilsfrei dargestellt wird. Und ja, und das eben. Als allererstes, wie gesagt, das Betriebskonzept steht. Was will ich wo, was soll wo fahren? Das ist das Betriebskonzept. Und das ist die Grundlage von allem. Na, das kann ich einfach machen, aber ich kann es auch kompliziert machen. Ich kann auch, was weiß ich, kann auch, obwohl die Anlage noch gar nicht da ist, einen Fahrplan erstellen. Könnte ich, wenn ich das wollte. Muss ich nicht, aber könnte ich. Und die Anlage dann so bauen, dass dieser Fahrplan realisierbar ist. Na, also das ist für mich der vernünftigere Weg. Aber das ist immer noch besser, als jahrelang an einer Anlage rumzubauen, die man so im Prinzip gar nicht gewollt hat. In dem Zusammenhang muss man auch sicher erstmal herausfinden, was man eigentlich besonders mag am Modellbahnhobby. Ist das jetzt lange Züge durch die Gegend fahren zu sehen? Oder beispielsweise ist das eher zu rangieren, Züge zusammenzustellen oder irgendwas in der Richtung? Die so gewonnenen Erkenntnisse sollte man dann auch in den Gleisplan der eigenen Modellbahnanlage einfließen lassen. Und ansonsten. Ja, zu seinem Fazit, jetzt zu meinem Fazit. Also ich hatte es ja schon gesagt, es gibt für mich gibt es eben eine Reihenfolge. Und das Erste ist natürlich, ich habe jetzt immer gesagt, Betriebskonzept ist allererstes ist eigentlich Quatsch. Nee, das Erste ist natürlich so Informationsbeschaffung. Na, was gibt es alles? Was ist überhaupt, also wenn ich jetzt völliger Anfänger bin, was will ich überhaupt sehen auf meiner Anlage? Na? Und was gibt's alles? Ne, was will ich sehen, ist ja schon ein Betriebskonzept. Ne, was gibt's alles? Ne? Welche Modellbahnkonzepte gibt es und was könnte mir gefallen?
So, und da ist eben auch eine Frage, was habe ich von Raum zur Verfügung? Da sind eben sehr viele Überlegungen, die man eben vorher anstellen sollte. Man muss die nicht, man sollte. Es gibt auch Leute, die kaufen sich irgendeine Platte, so wie sie reinpasst. Dann kaufen die einen Stapel, was weiß ich hier, C-Gleis. Und dann fangen die an zusammenzustecken. So, und dann kommt dann irgendwas raus. Und dann sind die zufrieden. Das kann sein, dass man da zufrieden ist. Aber es kann sein, dass man eben nicht zufrieden ist, weil man eben ein paar Schritte ausgelassen hat. Ne? Das gilt auch wieder nicht für jeden. Also es ist schwierig zu beurteilen. Ne? Es ist ein sehr vielfältiges Hobby. Es gibt sehr viele Wege, die zum Erfolg führen, und es gibt sehr viele Wege, die ja, zu Spaß und Entspannung führen. Ne? Und das muss nicht immer der eine Weg sein. Also, weil, wie gesagt, es gibt da viele Wege. Ja, so viel erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, dass wir, ich werde in den nächsten Videos versuchen, dass wir da, also dieses Gesamtkonzept, es gibt bei mir irgendwo ein hornaltes Video, ich weiß, das ist aber, glaube ich, auf Facebook, wo ich mal vor 3 Jahren oder 4 Jahren mal einen Livestream gemacht habe zum Hobby-Einstieg. Das ist auch nicht alles aktuell. Also das ist dann auf der Facebook-Seite der Poisentalbahn. Das ist auch nicht alles aktuell. Ich würde da manches anders machen. Vielleicht mache ich auch noch mal. Das müssen wir dann mal schauen. Weil ich jetzt auch ein bisschen mehr Material dazu habe. Das ist auch, war alles sehr aufwendige Geschichte, mal davon abgesehen, dass der Facebook mir mittendrin einen Ton abgestellt hat. Nicht, weil ich was Falsches gesagt habe, sondern weil da irgendeine Störung drin war. Ja, das muss ich mal sehen, ob ich das nochmal hinkriege. Ansonsten will ich eben diese Betriebsvideos machen. Also was ist möglich auf einer Modellbahn? Wie kann man Betrieb machen, der jetzt, bei dem ich mich jetzt nicht zurücklehne, weil da muss man keine Videos drüber machen. Das ergibt sich quasi von selber, wenn ich da einen Automatikbetrieb habe. Da gibt es viele, viele Videos, wie mache ich das alles und dann wer dann was und wie fahren lässt, das ist sowieso jedem selber überlassen. Also dem Thema muss ich mich nicht widmen. Ja, soweit, so gut. Wir haben jetzt hier so ein bisschen noch eine Abschlussseite. Das ist sozusagen seine Werbung, die er hier noch macht. Man kann ja bei ihm kann man ja seine Anlage planen lassen. Also ich von dem, was ich gesehen habe von ihm, war ich eigentlich immer sehr zufrieden, weil er wirklich gute Ideen hat. Also da muss ich schon echt mal loben. Bis auf ein paar komische Videos, die er manchmal macht. Hat er wirklich, versteht er was von dem Fach? Also das ist, da kann man nicht meckern. Und wer das Geld ausgeben will, weil er keine eigenen Ideen hat, dann, das ist ja nicht schlimm. Ne? Also dann lässt man es halt für einen Profi machen und fertig. Ne? Ja, das ist, also ich werde das Originalvideo dann auch nochmal verlinken, dass ihr euch das hier mal, wir haben es zwar jetzt komplett gesehen, aber dass ihr das euch auch nochmal ohne meine Kommentare angucken könnt. Das hat mittlerweile auch über 10.000, also es ist ja für ein halbes Jahr 10.000 Zugriffe, das ist schon nicht schlecht. Also für mich wäre das sensationell. Ja, gut. Also, weil ich möchte es jetzt nicht zu lang ziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ja, ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Thema ja drunter schreiben. Ich habe das jetzt ein bisschen spontan. Ich habe mir mal zwar meine Liste gemacht, aber ich habe mich jetzt auch nicht so richtig dran gehalten. Ich hätte hier gerne ein bisschen Dialog mit euch, ne? Dass ihr mir schreibt, was ihr jetzt von seinen Ausführungen haltet, was er von meinen Ausführungen haltet. Ja, weil ich halte mich nicht für unfehlbar. Ne? Also ich habe meine Ideen und die müssen ja nicht immer zwingend richtig sein. Das gilt auch für dieses Video. Ne? Also in dem Sinne wünsche ich euch jetzt,
Schönen Abend und macht was draus.